Moin Leute, erstes Video mit den Signum und zwar machen wir Auspuffanlage. Ganz schnell eben, weil runter ist die ja schon. Ihr sehen könnt, der Kat ist ziemlich allein gelassen. Ja, holen wir den Karton ran. Nö. Da ist der kleine, mittlere, große Karton. Machen wir den mal auf. Ich hoffe, ist alles dabei. Aha. Das ist doof. Ich habe keinen Markenauspuff bestellt, nur zur Info. Hat zwei Gründe. Mal schauen, ob der Markenauspuff sehr teuer sind. Hätte ich mir auch gerne von Friedrich eine Sportauspuffanlage geholt. Für den Signum. Die wäre auch gegenüber der nicht mal so viel teurer und gegenüber einer Markenauspuffanlage von Ernst und sonst was gleich teuer gewesen. Aber das erste Problem ist, wenn ich bei Friedrich eine Anlage bestelle, dann produzieren die erst, wenn ich sie bestellt bezahlt habe. Dann kann so ein paar Wochen dauern. Ich möchte den Wagen schnell auffällig haben. Des Weiteren hat dieser hier den Heckdiffusor, also diesen Ansatz hier hinten, ohne Ausschnitte für die Auspuffanlage. Serie gab es ja auch mit Ausschnitten, mit Auspuffanlage. So, er hat diese Diesel-Endrohr, die nach unten zeigen. So, jetzt hätte ich für diese Stoßstange auch eine Sportauspuffanlage bekommen können. Die sieht aber total behämmert aus, weil dann die Endrohre unter der Stoßstange rauskommen. Das sieht aus wie Schubkarrengriffe. Ich kann mal ein Bild einblenden. Total schrecklich. Also, ich hätte mir dann noch diesen Ansatz besorgen müssen mit Ausschnitten für die Doppelrohranlage. Also bei Opel neu kaufen, weil so kriegt man die nicht zum Glück unlackiert. Aber man kriegt die nicht bei Opel günstig. Also hätte mir die besorgen müssen für viel Geld. Wenn ich mir die gebraucht kaufen hätte wollen, hätte ich Stoßstangen kaufen müssen. Stoßstangen kosten so zwischen 100 bis 200 Euro. Genauso komisch. Sprich, Zeit hätte es nicht gepasst und B, finanziell wäre es dann noch weniger gewesen. Sportauspuffanlage doppelt so teuer wie eine normale Auspuffanlage oder so teuer wie eine gute Auspuffanlage. Plus den Ansatz, ne Leute, aber ich plane für später definitiv eine Sportauspuffanlage. Also eine Sportauspuffanlage ist geplant, dann eben später mal gucken, wie lange der Auspuff hält. Also bis definitiv vorm nächsten TÜV werde ich keine Sportauspuffanlage verbauen, sondern ich werde es dann machen, nahen TÜV in aller Ruhe, dann mich mal mit Friedrich Motorsport zusammensetzen und mal gucken, ob wir mal kaufen können. So, jetzt packen wir es mal endgültig aus. Nur zur Erklärung, warum eine eBay-Auspuffanlage und keine Markenauspuffanlage jetzt hier drunter kommt. So, jetzt packen wir aber mal dieses Gerät endlich aus. Cool, in dem Moment fetzen die drüben in der Baustelle. Kleine Blätter. Ich hoffe mal, die passt, der Karton ist nicht kaputt. Gedöns. Ja, Mittelschalldämpfer, linker, rechter Endpot, Verbindungsrohr. Ich packe da mal alles aus, die ganzen Klebedinger ab und dann lege ich auch einen Boden hin. Da ist die Auspuffanlage. Ja, ich würde mal sagen, für den Preis, das was man erwarten kann, scheint dann passgenau zu sein. Ich habe mal so ein paar Stück dran gehalten. Da seht ihr die Diesel-Endrohre, also ne? Super auch dabei, Schellen, Gummis, mal gucken, wie lange das hält. Ja, da fangen wir an, ne? Tja, wie so oft waren die Steckmuffen, die hier drüber kommen, natürlich verbogen. Wie bei fast allen Auspuffanlagen, die wir bekommen, egal ob gute oder schlechte Hersteller. Egal ob zum Beispiel Bulitz, da war ja auch eine nicht 100% oder die Letztmauer-Anlage. Naja. Hat ja glaube ich schon mal gesagt, dass diese Schellen hast du eigentlich. Aber wir sind immer dabei. Schön Gungum drum. Dass sich festbackt.
Ja. Na. Aber ganz ehrlich, Leute, Auspuffwechsel ist bei fast allen Fahrzeugen gleich. Selbst die modernen, außer geht vorne am Cut oder sonst was. Da wird es ein bisschen komplizierter. Aber ansonsten ist da jetzt nichts Wildes, wo ich sagen würde, ja, das geht nicht. So, gucken wir mal, ob wir den da reinkriegen. So. Ja, da passt doch gerade auf. So, die Gummis. So. Festdrehen werde ich die, wenn ich die ausgerichtet habe. Deswegen haben wir schon mal das Mittelteil drauf. Jetzt haben wir das ganz suspektes, und zwar haben wir das hier mit so einem Rohrverbinder. Das ist aber kein Muffe, sondern die Rohre sind gleich groß. Stoßverbinder. Ich habe keine Ahnung. Da dachte ich mir, da schmier ich mal nichts rein. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, das wird dicht. Oh, da schmier ich doch was rein, ich weiß es nicht. Alles ein bisschen suspekt. Naja. So. Jetzt. Und hier in dieser Hinterhalterung. Ja, dann kommen die hier so plopp dran. Da drüber als Verbinder. Ich hab keine Ahnung. Naja. So. Weiß auch gar nicht, muss das aneinander oder kann es entfernt sein? Ich habe noch nie mit so einem Scheiß gearbeitet, ganz ehrlich. Ach Gott, so. Naja, entscheid einfach. Dann richte ich mal alles aus. Rein. Ja, ich lasse meinen Gummi sein, dann versuche ich mal die Rolle reinzukriegen. Wird eine Astarbeit. Drei Gummis hinten, die müssen wir einhängen und dann das reinschieben. Wie gesagt, die Muffe ist ein bisschen für den Arsch. Sonst wieder, wenn ich da drin habe, weil ich tun so vor der Kamera nur rum. Sehr viel Gefummel. Im Endeffekt habe ich hier auf den Knick hinten, wie ihr sehen könnt, einen Gummihammer gehauen, um das in die Klemme reinzutreiben. Gummis hängen alle gut. Ich habe die immer so, auf Position gesetzt, dass sie hier bündig abschließen. Hängt wohl drin, schlägt dann irgendwo an. Mit kleiner Knarre angezogen, ich vertraue ja diesen tollen Bügelschellen, ich hoffe, die sind jetzt dicht. Ich bin von der Passgenauigkeit eigentlich ein bisschen überrascht, hätte nicht gedacht, der erste Eindruck war eher so, aber sie passt ganz gut. Die müssen wir jetzt noch festmachen und dann gucken, ob dicht ist oder ob ich das vielleicht lösen muss und nochmal Gungum da reinschmieren muss. Naja. Mal gucken, ob das dicht ist. Dieses Verbindungsding da oben, ne?
Das macht mir jetzt keinen geilen Eindruck. Oh, das ist fett. Gucken, ob er angeht. Oh, leise. Und er springt sofort an, wie ich ja gesagt habe, mit der Batterie geladen, springt er sofort an. Und ihr seht auch, die Lima lädt 13,2 Volt. Das klack, klack sind die, ne? Den Hand drauf fallen hört man aber nicht. Dieses Rascheln ist Flachlim, den werde ich mal runternehmen, mal gucken, ob eine Rolle oder so. Darüber geht auch die Wasserpumpe. Das will ich noch kontrollieren. Aber nur mal so, aber ich wäre beim Auspuff, also mal hinauf mit dem. Und mal gucken. Gucken wir mal. Yes. Hier ist schon mal dicht. Jetzt das Ding hier. Überraschenderweise ist dieses Ding auch dicht. Habe ich nicht gedacht. Verbindungsding. Hier ist auch dicht. So. Hinten kommt. Hinten kommt's raus. Naja, man sieht ja selber hier bei dem Endrohr, wie rund es ist. Naja. Es ist dicht. Die Abgase riechen auch nicht nach Öl oder Kühlwasser oder so. Das ist auch wichtig. Hat er, glaube ich, schon mal erwähnt. Hier ist noch ein bisschen Klebeband. Jetzt ist dieses Rascheln sogar weg. Ich denke mal, ich denke, Spannrolle, wie gesagt, das stand lange. Wie man lädt auf jeden Fall. Ja, schön, schön. Schön, schön. Auto ist wieder leise. Apfel einfach nicht so schön. Aber was soll's. So. Machen wir den wieder aus. Ja, so ein Auspufftausch ist eigentlich nichts Wildes, würde man sagen, mittlerweile. Ihr habt es jetzt so häufig auf dem Kanal gesehen, bei so vielen verschiedenen Autos. Ist eigentlich nichts Wildes. Geht ruckzuck. Ja, haben wir geschafft. Super Sache, jetzt wieder leise. War nicht ganz so langes Video jetzt geworden, weil ich wollte jetzt nicht wieder stundenlang Kamera laufen lassen und zeigen, wie ich ja den Auspuff stundenlang halte. Zu zweit wäre der Endstand einfach montieren viel einfacher, aber ich hatte ja meinen Getriebeheber, konnte man den drauf ablegen, dann die Gummis links und rechts einhängen, dann konnte man es in ein Rohr reinschieben und dann nur noch Gummi in die Mitte, beim Mittelschalldämpfer alles schön ausrichten, festdrehen, fertig. So, das war dieser Teil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Teil über ein Signum, vielleicht Edgar, mal gucken, was bis dahin noch alles kommt. Danke fürs Zuschauen.